Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, und ihr seht es schon im Hintergrund. Diesmal ist es wirklich fix gegangen. Ich kann direkt die nächste und damit, ich glaube, dritte und letzte Quest mit Funke machen. Das werden wir dann doch direkt mal tun. Ihr erinnert euch doch an Jaka? Er hat mir einen Brief geschrieben. Ein einziges Gekrakel, das Ding. Ist wahrscheinlich schwierig, mit diesen riesigen Pranken einen Stift zu halten. Aber egal, offenbar hat er sein Versprechen gehalten, der Sache mit den Söldnern nachzugehen, die ihn, Silbertritt und Lied, entführt hatten. Hat Jaka eine neue Fährte, mit der wir Silbertritt und Lied finden könnten? Mag sein. Er hat jemanden gefunden, der möglicherweise das Abzeichen auf der Söldnerrüstung identifizieren kann, an das er sich erinnert. Wenn er recht hat, könnte uns das direkt zu den Mistkerlen führen, die sie verschleppten. Das ist lange her, klar. Aber das sind mehr Informationen, als wir je hatten. Wie kann ich euch helfen? Jaka meinte, wir sollten warten, bis er sicher etwas weiß. Aber ich will nicht Däumchen drehen. Jaka ist in Marbrook, in Grünschatten. Ich möchte dorthin reisen und mit ihm reden. Vielleicht können wir ja etwas tun, um die Dinge zu beschleunigen. Begleitet ihr mich? Ich komme mit euch nach Marbrook, damit wir mit Jaka sprechen können. Wenn wir Jaka in Marbrook finden, hat er sicher eine neue Spur für uns. Er meinte, ich solle geduldig sein, aber er kennt mich. Ihm ist klar, dass das ist, als würde ich ihn bitten, seine Streifen zu ändern. Ich war so lange geduldig. Das hat jetzt ein Ende. Woher weiß Jaka, wie man Söldner aufspürt? Er hat manchmal kleine Aufträge für sie erledigt, wenn die Bezahlung stimmte und die Arbeit nicht zu abstoßend war. Ich glaube, bevor wir uns kennenlernten, war er möglicherweise Mitglied der ein oder anderen Gruppierung. Aber hat ihm wohl nicht sonderlich gefallen. Er passt nicht wirklich zu solchen Leuten. Sein Herz ist zu weich. Wisst ihr etwas über seine Vergangenheit, bevor ihr euch kennenlerntet? Wie sieht es mit den anderen beiden aus? Nun, Leute landen aus allen möglichen Gründen auf der Straße. Da bohrt man nicht nach. Manchmal erfährt man nebenbei etwas, aber wenn einem jemand in harten Zeiten den Rücken deckt, ist seine Vergangenheit nicht so wichtig. Obwohl ich mich frage, ob das schlau war. Was meint ihr? Ich habe mich immer gefragt, was, wenn uns an jenem Tag eine unserer Vergangenheiten eingeholt hat und meine Freunde deswegen entführt wurden? Was, wenn es meine Vergangenheit war? Ich meine, es ergibt keinen Sinn. Aber da ich sonst auch keine Informationen habe, lässt mich das nicht mehr los. Was genau machen wir hier gleich noch? Also, ihr helft mir dabei, meine Freunde zu finden, mit denen ich in Himmelswacht aufgewachsen bin. Eines Tages verschwanden sie und ich wusste nicht, was mit ihnen passiert ist, bis wir beide Jaka fanden. Aber Silbertritt und Lied sind noch immer irgendwo da draußen. Was hat Jaka uns über den Tag erzählt, an dem er verschwand? Er meinte, eine Söldnergruppe hätte ihn und die anderen entführt. Und er erinnerte sich an das Symbol auf ihren Rüstungen. So kam er auf unsere nächste Fährte. Er erwähnte auch, dass sich Silbertritt irgendwie merkwürdig verhalten hatte, aber er wusste nicht warum. Okay, dann würde ich sagen, dass wir erstmal nach Grünschatten gehen. Nicht zur Goldküste, nach Grünschatten. Da. So, jetzt ist die Frage, geradeaus durch bisher. Und wir sollen vorher noch mal mit Funke sprechen. Dann gehen wir schon mal in die Nähe. Ne, da hinten müssen wir hin. Ich will jetzt nichts triggern. Ich glaube, ich mag Marbrook. So wie es aussieht, gibt es hier eine Menge Khajiit. Wir müssen Jaka finden. Er ist hier irgendwo. Einen Riesen wie ihn wird man wohl kaum übersehen. Irgendeine Idee, wo wir nach Jaka suchen könnten? Wir sollten wahrscheinlich im hiesigen, gesetzlosen Unterschlupf anfangen.
Wahrscheinlich versucht er, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Leute wie ich und Jaka fühlen sich an solchen Orten sicherer. Wie meint ihr das? Ich meine, wir waren zwar keine richtigen Gesetzlosen, aber meine Freunde und ich waren nie wählerisch, wenn es darum ging, woher und wie wir unser Essen und unser Gold bekamen. Gesetzlosen und... Entschuldigung, Funke, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich mag Marbrook. Ja, so, das haben wir schon verstanden. Ich wollte es nicht abbrechen, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, Funke denkt, ihr zieht Probleme an. Hallo, es sind doch ihre Probleme, die wir ständig lösen. Das ist ein riesiges Kompliment. Also hier auf dieser Ebene habe ich jetzt die nächste Quest bekommen mit ihr. Das wollte ich noch eben zeigen. Ich hatte einen leicht nervösen Zeigefinger, es tut mir leid. Ach so, nee, der Gesetzlosenunterschlupf, der ist tatsächlich doch hier oben. Der Kreis hatte mich jetzt vorher irritiert. Moment, den müssen wir von hier aus erreichen. Ach, da sitzt er doch schon. Wie vorhersehbar. Jaka wusste, dass ihr nicht warten würdet, bis er wieder schreibt. Was soll ich sagen? Es ist gut, euch wiederzusehen, geschätzte Freundin. Dank euch und Funke konnte sich dieser in Marbrook ausruhen und erholen. Jaka fühlt sich nun wieder stark. Dieser nimmt an, dass ihr wegen der Informationen zu den Söldnern hier seid. Da drückt man einmal, wenn er zu Ende gesprochen hat, drauf und die braucht so lange, um reinzugehen, dass Funke sogar noch antwortet. Funke meint, ihr hättet Informationen zu den Söldnern, die euch entführten. In der Tat. Sie hießen Kestrins Klingen. Interessanterweise lösten sie sich recht bald auf, nachdem sie uns in Himmelswacht entführt hatten. Obwohl sie nicht mehr aktiv sind, hat dieser einen ihrer Hauptleute gefunden. Gurus. Was könnt ihr mir über Gurus sagen? Leider nicht sonderlich viel. Aber dieser weiß, dass er derzeit auf Bednik wohnt, in der Nähe der Steinzahnfestung. Wenn er Hauptmann bei Kestrins Klingen war, könnte er wissen, wohin sie Silbertritt und Lied brachten und warum. Dieser ist hoffnungsvoll. Funke und ich reisen nach Bednik und suchen diesen Gurus. Dieser hofft, dass ihr auf Bednik weitere Antworten findet. Sprecht mit Gurus. Vielleicht kann er euch ja weiterhelfen. Und passt auf Funke auf. Die Bürde der Verantwortung dieser Aufgabe lastet schwer auf ihr. Das spürt Jaka. Achtet darauf, dass sie sich nicht völlig darin verliert. Hattet ihr Probleme dabei, von Wadenfeld zu entkommen? Nein. Auch nach all der Zeit weiß dieser noch, wie man unentdeckt bleibt. Er ist im Schutz der Dunkelheit gereist und mit dem Gold, das Funke ihm gegeben hatte, bezahlte er schließlich seine Überfahrt nach Himmelswacht. Dieser fand Brisha und er schickte diesen hierher. Warum hierher? Ohne die anderen war Himmelswach nicht mehr dasselbe für Jaka. Vielleicht sind es die bösen Erinnerungen. Aber mit etwas Gold und ein wenig leichter Arbeit kann er hier warm wohnen und regelmäßig essen. Dieser hatte Zeit, sich nach den Söldnern umzuhören. Er hofft, dass es hilfreich ist. Funke und ich werden der Sache nachgehen. Dieser hofft, dass ihr auf Bednik weitere Antworten findet. Sprecht mit Gurus. Vielleicht kann er euch ja weiterhelfen. Und passt auf Funke auf. Die Bürde der Verantwortung dieser Aufgabe lastet schwer auf ihr. Das spürt Jaka. Achtet darauf, dass sie sich nicht völlig darin verliert. Seid ihr hier sicher, Jaka? Habt ihr einen Platz, an dem ihr bleiben könnt? Macht euch nicht immer so viele Sorgen, kleine Schwester. Davon bekommt ihr nur noch mehr weiße Haare. Jaka geht es gut. Ja, das wollen wir hoffen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal nach Bednik. Ich wollte eigentlich die Kurve machen, aber nein. Irgendwas hat gerade ein bisschen gehakt und dann kam ich gar nicht mehr runter. So, Bednik. Dann... ist der irgendwo da hinten Richtung Orks. Ach da.
Hä? Ach, das ist auch ein Ork. Was soll das? Steht gefälligst still. Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, mich beim Trinken zu stören. Ja, den haben wir. Hört auf zu schwanken, wenn ihr mit mir redet. Wie soll ich euch da bitte einschätzen können? Das ist echt starkes Zeug. Gutes Zeug. Ich würde gern weiter trinken. Warum geht ihr mir auf die Nerven? Ich bin im Ruhestand. Lasst mich in Ruhe trinken. Ich brauche Informationen über eine alte Söldnergruppe. Kestrins Klingen. Ja, ja, wohl eher Kestrins Karbunkel. Diese Gruppe war von dem Tag an verdammt, an dem wir uns zusammentaten. Pah! Ich kenne diesen Haufen gut, Fremde. Ich war einer seiner Hauptleute. Aber was wollt ihr von mir? Ich sagte euch schon, dass ich im Ruhestand bin. Glückselig im Ruhestand und besoffen. Kestrins Klingen hatte einen Auftrag in Himmelswacht. Ihr habt 3 Leute entführt. Einen Parmar und 2 junge Frauen. Einen Parmar und... Oh, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Mein Kopf ist zu vernebelt. Ihr erwartet, dass ich mich an etwas erinnere, das so lange her ist, nachdem ich den ganzen Tag getrunken habe? Verschwindet, ihr und eure 3 Freundinnen da hinten. Danke vielmals. Psst. Ja, wenn wir Guros nüchtern bekommen, könnte er uns vielleicht sagen, wohin sie Silbertritt und Lied brachten. Aber dazu brauchen wir ein ziemlich mächtiges Gebräu. Am Ufer sollte es Saueralgen geben. Daraus kann ich etwas mischen, das in die Augenbrauen absengen wird. Oh. Saueralgen? Das hat mir Magister Irin beigebracht, ob ihr es glaubt oder nicht. Technisch gesehen ist es Alchemie, aber für mich ist das auch nur eine Art von Magie. Saueralgen schmecken und riechen grauenhaft, aber wenn man sie richtig mischt, verhelfen sie selbst den größten Saufbolden zu einem klaren Kopf. Wie viel davon brauchen wir? 2 Handvoll sollten reichen. Wir brauchen nicht viel. Vertraut mir, sobald ihr das Zeug gerochen habt, wisst ihr warum. Ich warte am Ufer. Kommt, gehen wir. Warum können wir nicht einfach zusammengehen? Ich meine, letztendlich gehen wir ja zusammen, weil sie ist ja meine Gefährtin. Das heißt, rein theoretisch werden wir wahrscheinlich am schnellsten, wenn wir hier rüber gehen. Wenn wir nicht unterwegs noch Sachen einzusammeln hätten. Oh, ganz wichtig. Platinflöz bekommt man immer so wenig von. So, dann folgen wir der Straße, die ganz böse Sachen im Angebot hat. Und gehen mal hier den Weg. Und da, und laufen wir jetzt hier mitten durch die Geister oder auch nicht? Oh, ganz wichtig. Falls mal irgendwo Kernholz dabei ist, ich brauche es. Ich brauche es. Es tut mir leid. Ich wollte auch nicht nach Bethnic. Das ist ja... in einer anderen Allianz ist es ja auch Stadtgebiet hier, die Insel. Und dementsprechend... Oh! Aber es hat eine sehr positive, einen sehr positiven Nebeneffekt jetzt gerade gehabt. Wir müssen ja sowieso in die Richtung. Oh, das können wir mal stehen lassen. Aber das können wir leider nicht stehen lassen. Das tut mir leid. So, und das Holz kann ich nicht stehen lassen. Wir müssen dahin. Ich hab's schon gefunden. Zweimal müssen wir. Oh, Mike ist auch wieder da. Das sollte reichen. Das ist sehr schön. Ich denke, ich habe Mike schon mal begrüßt hier. Maik hat viel von Oberhaupt Bose gehört, aber nur wenig von ihm gesehen. Das ist auch besser, so denkt Maik. So, den müsst ihr immer mal kurz ansprechen und irgendwann gibt es dann, glaube ich, eine Errungenschaft dafür. Oh, das ist stark. Danach werden wir jetzt ein paar Tage lang stinken, das verspreche ich euch. Aber für unsere Zwecke sollte das reichen. Ugh.
Manchmal hasse ich es, einen so guten Geruchssinn zu haben. Und nun? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und das, ohne mich dabei zu übergeben. Gebt mir einen Augenblick, bis ich das Tonikum gemischt habe. Na klar. Ich glaube, ich erinnere mich daran, wie man so etwas herstellt. Funke? Ist eine Weile her. Oh, Fischkekse. Bei dem Geruch kommt mir das Essen hoch. Fast. Hier. Vielleicht könnt ihr das tragen. Ich hasse den Geruch. Gleich schlägt der Blitz ein. Was? Nur weil ich das Zeug mitnehme? Hallo? Okay, dann laufen wir mal wieder zurück. Da hier gerade keiner ist, nehmen wir dann doch den Brechthäuptling nochmal mit. Dessen Name irgendwie jetzt schon sehr lustig ist in Bezug auf das, was gerade passiert ist und was sie gesagt hat. So, das können wir stehen lassen. Da haben wir ganz viele von. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Darum müssen wir. Holz, es tut mir leid. Ich meine, ich kriege ja irgendwie scheinbar nie Kernholz dabei, aber ich muss es trotzdem immer wieder versuchen. So. Ja, wie gesagt, eins der sehr guten Gebiete zum Farmen, wenn man hier immer wieder nur hin und her läuft. Und wie immer mal wieder kein Kernholz dabei. Ich hasse es. So. Da gehen wir jetzt mal durch die Mitte, oder? Nee, durch die Mitte ist dann nur die Arena. Dann gehen wir außen rum. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Drin, drin, drin. Irgendwo hier rechts war er doch eben, genau. Na toll, ihr wieder. Was wollt ihr denn jetzt? Ja, wir sechs sind wieder da. Was? Was wollt ihr und eure verschwommenen Freundinnen jetzt schon wieder? Ich hätte da ein Getränk, das ihr probieren könntet. Ha! Warum sagt ihr es nicht gleich? Her damit! Mollerkatz, verkrusteter Arsch! Was war das? Verdammt will ich sein! Das ist ja mächtiges Zeug. Fühlt sich an, als hätte es mir den Rotz der letzten 10 Jahre gelöst. Mein Geist ist klarer als je zuvor. Habt ihr noch mehr davon? Könnte man sicher gut gebrauchen. Worüber wolltet ihr gleich noch mit mir sprechen? Verratet ihr uns jetzt bitte, was ihr noch von euren Auftrag in Himmelswacht wisst? Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich war nicht sonderlich begeistert von dem Kontrakt. Er kam von einer geheimniskrämerischen Gruppe. Aber die Bezahlung war zu gut, um abzulehnen. Sah nach einer recht einfachen Sache aus. Wir schnappen uns eine Rotwardonin. Und wenn ihre Freunde bei ihr sind, dann die auch noch. Wisst ihr, was die Gruppe mit der Rotwardonin vorhatte? Nein, die sagten dazu nichts. Und die Klingen wussten, dass man nicht nachfragt. Außerdem bekamen wir ja ein Pamar und eine Waldelfin. Der Pamar brachte uns ein hübsches Sümmchen ein. Aber die Waldelfin, die hat uns echt Ärger gemacht. Ich habe noch immer ein schlechtes Gewissen deswegen, was mit ihr passiert ist. Was meint ihr? Wir zogen durch Schattenfen und bekamen es mit ein paar Vampiren zu tun. Unser Anführer vereinbarte freies Geleit und händigte die Waldelfin als Bezahlung aus. Das war in der Nähe des Schreins des Schwarzen Schlunds. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich machte mit. Und was ist mit der Rotwardonin passiert? Keine Ahnung. Wir haben Kestrins Klingen verlassen, bevor wir den Handel beendet hatten. Nach diesem Auftrag fiel alles nach und nach auseinander. Aber wenn ihr die Waldelfin finden wollt, versucht es beim Schrein des Schwarzen Schlunds. Dort wimmelt es noch immer von diesen Blutsaugern. Sie haben Silbertritt Vampiren überlassen? Diese Mistkerle! Kommt, gehen wir nach Schattenfen. Ach so, in Schattenfen. Aber trotzdem, der Schrein des Schwarzen Schlunds, der sagt mir jetzt gerade so gar nichts. Schauen wir mal, wo der genau ist. Ja, finden tue ich es jetzt auch gerade nicht, wie immer.
Ah, okay, das ist ein Gewölbe. Okay, dann sind wir schneller, wenn wir dahin reisen. Das Praktische daran ist, wenn man fast jedes Haus hat, dass man ganz schnell überall hinreisen kann. Komm, dich nehmen wir auch noch kurz mit. Wir sind ja gleich da. Oh, oh, oh. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Runen sind immer gut. Und da freut sich meine aktuell zu levelnde Handwerkerin. Ich glaube, es ist jetzt meine 7., die ich jetzt komplett als Handwerkerin mache. Freut sich dann immer wieder darauf, weil die nämlich noch 2 Sachen braucht. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, was das genau ist. Entweder Schmied und Schreiner. Ja, ich glaube, Schmied und Schreiner war es. So, euch wollen wir gar nicht erst dabei haben. Ihr könnt weiter da rumflattern. Verflixt. Ich hasse das. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ach, Funke, da passiert schon nichts. Ich bin noch bei dir. So. Den ignorieren wir mal. Wenn er sich ignorieren lässt, ich bin mir nicht sicher. Natürlich nicht. Obwohl, ich glaube, der zweite hat mich jetzt gefangen. Ihr wollt sterben? Hallo, darf ich hier mal weiterlaufen? Was war das jetzt schon wieder? So. Mädel, lauf einfach. Bleib doch nicht mittendrin stehen. Funke, du kümmerst dich doch bestimmt um den... Da ist sie nicht. Halt, Moment. Ein neues Buch. Dieses Tagebuch kenne ich. Das gehört Silbertritt. Was macht ihr hier? Nie. Silbertritt, ihr... Oh nein, ihr... Hä? Sie konnte noch nie mit Nettigkeit oder Mitleid umgehen. Silbertritt geht es gut, aber sie ist auch eine Vampirin. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich mich gerade fühlen soll. Aber hier war gerade keiner. Muss ich jetzt nicht verstehen. Aber okay. Dann lernen wir sie halt draußen kennen. Oh, jemand war so nett und hat den Gargoyle schon mal kaputt gemacht. Ich wäre jetzt einfach durchgelaufen. So. Sie denn? Da. Könnt ihr für mich mit Silbertritt sprechen? Ich brauche einen Moment, um mich zu fassen. Ich bin noch immer ich, Funke. Ich werde nicht die Kontrolle verlieren. Aber gut, ich rede mit eurer Freundin. Sie hat ohnehin schon alle meine Geheimnisse gelesen. Hab ich das? Ihr habt mein Tagebuch gelesen, also kennt ihr nun alle meine schmutzigen Geheimnisse. Beispielsweise, dass all das meine Schuld war und meine Freunde nur wegen mir entführt wurden. Seid ihr hier, um mich zu beschämen? Nun, da kommt ihr zu spät. Ihr könnt nicht sagen, was ich nicht selbst schon gedacht hätte. Funke wollte euch finden. Und jetzt habt ihr mich gefunden. Soll ich ihr die Geschichte noch einmal erzählen? Die, in der ich ein leichtgläubiges, törichtes Kind bin, das dachte, Lids Familie würde sie tatsächlich vermissen und dass ich dabei helfen könnte, sie wieder mit ihr zu vereinen? Ich hätte diesen Brief verbrennen sollen. So haben sie uns gefunden. Ihr habt den Brief in eurem Tagebuch erwähnt. Ganz genau. Der Brief, der angeblich von Lids untröstlicher Mutter stammte. Ich habe ihn gelesen, weil ich dumm war. Aber ich erinnere mich an eine Zeichnung auf dem Pergament. Ein seltsames Auge. Das muss Magie gewesen sein. Vielleicht eine Glyphe? Ich bin mir so gut wie sicher, dass sie uns so finden konnten. Wenn wir mehr über diese Glyphe herausfinden, kommen wir vielleicht Lid näher. Da könntet ihr recht haben. Ich bin der Sache nie nachgegangen, da ich dachte, es sei besser, wenn alle mich für tot hielten. Dann hätte ich mich nie der Wahrheit stellen müssen.
Aber im Grunde war mir immer klar, dass dieser Tag kommen würde. Und jetzt, da er gekommen ist, möchte ich helfen. Ich bin mir sicher, Funke würde eure Hilfe zu schätzen wissen. Ich wusste immer, dass es Funke sein würde, die nach mir sucht. Das Mädchen weiß einfach nicht, wann sie aufgeben sollte. Geht und sprecht mit ihr. Offenbar ist sie noch nicht bereit, mit mir zu sprechen. Warum habt ihr keinen eurer Freunde von diesem Brief erzählt? Weil ich dumm war, in Ordnung? Ich war ein törichtes, naives Kind, das dachte, es kenne die Welt besser als irgendjemand sonst. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine große Sache ist. Ich wollte einfach nur Lied helfen und ich glaubte, dass ich das auch allein könnte. Offensichtlich war ich keine große Hilfe. Ihr wusstet nicht, was passieren würde. Das mag sein, aber ich hätte schlauer sein sollen. Ich wollte einfach nur, dass Lied eine Familie hat, die sie liebt. Ich wollte mein ganzes Leben lang eine Familie. Eine richtige. Und hier war nun eine, die sie regelrecht anflehte, zurückzukommen. Ich dachte, dass ich das Richtige tue. Ihr seid also jetzt eine Vampirin. Das ist euch also aufgefallen? Ein enorm gutes Auge habt ihr da. Ne? Aber ja, das bin ich. Es war nicht wirklich meine Entscheidung, aber ich habe gelernt, es zu akzeptieren. Jetzt habe ich wieder Leute, die auf mich aufpassen, fast wie früher. Das ist nicht unerträglich, ganz und gar nicht. Lasst mich zuerst mit meiner Freundin sprechen, Silbertritt. Wartet hier. Seit Jahren lastet die Schuld auf mir, meine Freunde verloren zu haben. Aber Silbertritts Geschichte zu hören, hilft ein wenig. Ich glaube, dass sie eine deutlich schwerere Bürde der Schuld trägt. Wie hält sie das nur aus? Mein Herz schmerzt für sie. Dennoch, wir haben sie gefunden. Das ist ein Sieg. Seid ihr wegen dieser Sache wütend auf Silbertritt? Silbertritt hat als Kind einen Fehler gemacht. Kann irgendwer von uns behaupten, dass ihm das nie passiert ist? Ich bin ganz und gar nicht wütend auf sie. Es hat mich aus dem Konzept gebracht, sie als Vampir zu sehen. Aber am Ende freut es mich einfach, dass sie hier ist und wir wieder zusammen sind. Sie könnte uns vielleicht helfen, Lied zu finden. Das stimmt. Offenbar war mich zu sehen der Tritt in den Hintern, den sie brauchte. Sie hat sich so lange schuldig gefühlt, aber jetzt hat sie die Gelegenheit, mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen. Und sie hat sogar eine Fährte, die uns zu Lied führt. Das hat ja alles bestens geklappt. Was nun? Fürs Erste sollten wir einfach stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Dank euch konnte ich nicht nur einen, sondern zwei meiner Freunde finden, nach denen ich schon seit Jahren suche. Und euch ist es zu verdanken, dass Silbertritt und diese merkwürdige Glyphe uns zu Lied führen könnten. Ich stehe in eurer Schuld. Ja, und wir haben einen Dietrich, den wahrscheinlich niemand braucht, einen gefälschten Begnadigungserlass und einen Brief von Funke bekommen. Der interessiert mich doch wirklich sehr, weil der von Isobel, der ist nämlich jetzt schon auf meinem, also liegt schon in meinem großen Topal-Versteck. Und da werde ich definitiv auch den Brief von Funke irgendwo noch verstauen. Ich erwarte nicht, dass ihr mir verzeiht, Funke. Ich bin einfach nur froh, dass ihr am Leben seid, Silbertritt. Jaka haben wir auch schon gefunden. Er ist in Marbrook. Wirklich? Ihr habt ihn gefunden? Oh, Funke, ich bin anders, aber ich kann noch immer helfen. Lasst mich Buße tun für all das. Nur ihr habt dieses seltsame Auge gesehen, das auf den Brief gezeichnet war. Wir brauchen euch, Silbertritt. Lasst mich Jaka eine Nachricht schicken, bevor ihr ihn in Marbrook aufsucht. Nur damit er vorbereitet wohl besser ist. So. Ich würde ihn so erschrecken, dass er seine Streifen verliert. Das hoffe ich mal nicht, dass das passiert. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit, warum es eigentlich so dunkel ist. Wir haben draußen strahlenden Sonnenschein, 31 Grad und 3 Uhr nachmittags. Also, keine Ahnung, warum es in Tamriel eigentlich so dunkel sein muss. Ja, und wie ihr ganz sicher schon mitbekommen habt, habe ich mich auch vertan. Das ist natürlich nicht die letzte Quest von Funke, sondern es war die zweite Quest von ihr. Ich hatte mich schon gewundert, dass sie noch gar nicht so weit fortgeschritten ist vom Balken her, vom Fortschrittsbalken. Aber ich hatte mich irgendwie mit Isobel vertan, weil da haben wir ja gerade, so wie es aussieht, die letzte Quest abgeschlossen. Es sei denn, dass wir noch eine vierte bekommen. Das weiß ich nicht.
weil wir haben ja einen Brief bekommen, ich glaube in der letzten Quest, ich bin mir nicht sicher. Andererseits habe ich nicht mehr so viel Platz, um das jetzt noch komplett bis zum Ende zu leveln. Also ich denke, dass von Isobel wirklich nur diese drei Quests sind. Aber bei Funke wird ganz sicher noch eine dritte Quest kommen. Muss ja, weil wir müssen ja irgendwie herausfinden, was jetzt noch mit der dritten Freundin passiert ist. Deswegen seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe dann, dass ich in der nächsten Folge vielleicht sogar schon die nächste Quest von Funke habe. Ich arbeite auf jeden Fall sehr, sehr hart momentan dran, dass ich sie weiter hochkriege. Und ja, ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.